Der Bautrupp. Was für ein schönes Bild. Car City hat sich für Weihnachten herausgeputzt. Und der Bautrupp scheint sich auch zu amüsieren. Hey Jungs, freut ihr euch schon auf Weihnachten? Ja, Charlie, dieser Zweig hat sich gerade bewegt. Warum packt denn ein Elf hier in Car City Geschenke ein? Moment. Susie, bist du das? Es sieht so aus, als hättest du noch eine Menge zu tun vor Heiligabend. Susie, Charlie sagt, der Bautrupp kann dir helfen. Möchtest du das? Wow! Sie machen sich auf und bauen eine Geschenkeinpackmaschine. Bereit, um mit dem Bauen anzufangen, Jungs? Damit ist das Fußteil der Maschine fertig. Kümmerst du dich um das Förderband, Charlie? Oh nein! Es sieht so aus, als wäre das Förderband zu schwer für Charlie. Charlie, stopp! Das ist nicht das Förderband. Das war eines von Edgars Raupenbändern. Ich hoffe mal, beim nächsten Bauabschnitt geht das alles ein bisschen flotter. Das ist eine großartige Zusammenarbeit, Jungs. Ihr werdet die Geschenkeinpackmaschine in 0, nichts fertig haben. Großartig! Jetzt müssen die Würfel mit den Rohren verbunden werden. Fast geschafft, Billy. Links ein bisschen. Jetzt rechts. Perfekt. Sieht so aus, als würde noch etwas fehlen, nicht wahr? Edgar, du hast genau das gefunden, was wir noch brauchen. Es ist an der Zeit, die Geschenkeinpackmaschine auszuprobieren. Oh nein! Das Geschenk hat keine Schleife. Also, ich denke, wir haben sie gefunden, Billy. Gut gemacht, Edgar. Du hast deine Arbeit erledigt. Das ist fantastisch. Susie hätte dafür eine Ewigkeit gebraucht. Wo wir gerade von ihr sprechen, wir bringen besser die Pakete zurück, jetzt wo sie alle eingepackt sind.
Susi hat recht. Dank dir, Ethan und Edgar, kann der Weihnachtsmann nun die Geschenke abholen und sie den Kindern bringen. Und vielleicht auch zu ein paar hilfsbereiten Erwachsenen. Tom, der Abschleppwagen. Hey, Steve, was hast du heute vor? Machst du die Straße schön eben, damit alle deine Freunde gut darauf fahren können? Das ist großartig. Tolle Arbeit, Steve. Was ist das für ein Geräusch? Ist das Amber, der Krankenwagen? Mal schauen, was da los ist. Hier ist Amber. Sieht so aus, als müsste sie ganz schnell zum Krankenhaus. Steve arbeitet in der Nähe vom Krankenhaus. Ich hoffe, er ist dir nicht im Weg. Hey, Steve. Amber fährt schnell Richtung Krankenhaus. Pass auf, dass du nicht im Weg bist. Was ist los, Steve? Du denkst, deine Walze sitzt fest? Versuch es doch nochmal. So ist es richtig, Steve. Versuch es so doll du kannst. Oh nein! Sollen wir es noch ein einziges Mal probieren? Okay, Steve. Dann sollten wir so schnell wie möglich Tom den Abschleppwagen rufen. Tom! Hey, Tom! Komm schnell! Steve, die Dampfwalze braucht deine Hilfe. Er steht direkt vor dem Krankenhaus. Beeilung! Oh nein! Amber ist schon da! Tut mir leid, Amber. Steve kann dir nicht aus dem Weg fahren. Es ist was mit seiner Walze nicht in Ordnung. Ach du liebe Güte, ich hoffe nur, Tom ist bald da. Komm schon, Tom! Keine Sorge, Steve. Tom ist auf dem Weg. Hier ist er auch schon. Hey, Steve! Tom ist da, um zu helfen. Keine Sorge, Amber. Tom hat Steve in 0, nichts aus dem Weg geräumt. Perfekt, Tom. Na, dann wollen wir mal Steve aus dem Weg schleppen, damit Amber zum Krankenhaus fahren kann. Gut gemacht, Tom. Hervorragende Arbeit. Jetzt kann Amber zum Krankenhaus fahren. Tschüss, Amber. Mach es gut. Na dann mal fix zurück in die Werkstatt und diese Walze repariert. Da sind wir auch schon, Steve. Was ist das Problem, Tom? Es sieht so aus, als wäre Steves Walze abgenutzt. Hast du Ersatzwalzen auf Lager, Tom? Pass auf, dass du die richtige auswählst. Du hast recht, Tom. Die ist viel zu klein für Steve. Die hier sieht aus, als würde sie perfekt passen. Sollen wir sie ausprobieren? Gute Idee, Tom. Wir müssen Steve erst ein wenig anheben. Denkst du, die neue Walze wird passen? Gut.
Gut gemacht, Tom. Sie hat genau die richtige Größe. Muss bei Steve noch irgendwas repariert werden, Tom? Du hast recht, Tom. Steve braucht ganz dringend eine Wäsche. Das ist großartig, Tom. Steve sieht so gut wie neu aus. Was ist los, Tom? Ah, ich verstehe. Steves Sitze sehen sehr alt aus. Hast du ein paar Ersatzsitze da? Die sehen viel besser aus. Schauen wir mal, ob sie passen. Du wirst wohl erst die Tür aufmachen müssen, Tom. Der Sitz passt. Gute Arbeit, Tom. Kann Steve jetzt wieder an die Arbeit gehen? Nein? Aber warum denn nicht? Keine Sorge, Steve. Es ist bestimmt nichts Ernstes. Willst du noch Steves Spiegel putzen, Tom? Gute Idee. Steve sieht ja so gut wie neu aus. Schau, wie zufrieden er ist. Großartige Arbeit, Tom. Tschüss, Steve. Tschüss, Tom. Troy, der Zug. Hallo, Troy. Hast du Spaß? Sei vorsichtig. Eieiei, Troy, die Straße sieht hier aber sehr holprig aus. Du hast recht, Troy. Wir sollten nach Car City und schauen, dass wir einen Freund finden, der das hier glätten kann. Na dann, an die Arbeit. Wer könnte uns helfen, die Straße zu reparieren, Troy? Oh, du denkst, die Dampfwalze hat das drauf? Dann nehmen wir sie mal mit zur holprigen Straße und finden es heraus. Hohohoho!
Alles klar, Troy. Hier kommt sie auch schon. Großartig, Troy. Auf geht's. Als erstes müssen wir die Einzelteile ausladen. Hey. Fehlt noch etwas, Troy? Aber natürlich, wir brauchen eine Walze. Wow, fast fertig. Hallo, Dampfwalze. Schön, dich kennenzulernen. Wie heißt du? Steve? Willkommen in Car City, Steve. Troy? Steves Aufgabe ist es, Oberflächen mit seiner schweren Walze zu glätten. Meinst du, du kannst uns hier helfen, Steve? Benutze deine Walze, um über die Unebenheiten zu rollen, Steve. Genau so, Steve. Hey. Sehr gut, Steve. Du bist fast fertig. Übersieh die dort vorne nicht. Oh, Steve. Billy, die Planierraupe, braucht deine Hilfe, um einen anderen Teil der Straße zu glätten. Auf geht's. Oh, wow. Was ist das denn für eine Sauerei? Kannst du helfen, Steve? Vielen Dank, Steve. Das sieht jetzt wirklich so viel besser aus. Tschüss, Steve. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Freunde. Wir sehen uns. Hey, Flavie, was ist los? Oh, dein Treibstoff läuft aus. Bist du irgendwo angestoßen? Nein, keine Sorge. Warte hier, Flavie. Tom, der Abschleppwagen, wird sich um deine Probleme kümmern. Hey, Tom. Tom, kannst du mich hören? Tom. Tom. Ach, endlich, wurde auch Zeit. Sieht so aus, als käme eine Menge Arbeit auf dich zu. Flavie, der Tieflader braucht deine Hilfe. Komm schon. Hier lang, Tom. Tom ist gekommen, um dir zu helfen, Flavie. Dann mal auf mit Flavie in die Werkstatt. Das sieht wie eine Menge Arbeit aus, Tom. Wir sollten Flavie schnell reparieren, bevor all sein Treibstoff ausgelaufen ist, Tom. Gute Arbeit, Tom. Immer weiter.
Und schon sind wir an der Werkstatt. Tom, ich glaube, du solltest dich etwas frisch machen. Perfekt. Also, was denkst du, Tom? Ja, Flavys Treibstofftank sollte repariert werden. Ja, da, Tom. Da ist ein Loch, das sollte gestopft werden. Da läuft der ganze Treibstoff aus. Also, was sollen wir machen, Tom? Ja, löten scheint eine gute Idee zu sein. Aufgepasst, Flavy. Das könnte ein bisschen heiß werden. Gute Arbeit, Tom. Flavy, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Dieser Anhänger scheint ziemlich alt und beschädigt. Was denkst du, Tom? Perfekt. Der wird ausgetauscht. Flavy, sieht so aus, als würdest du einen neuen Anhänger kriegen. Aufgeregt? Wow, da haben wir doch was. Aber dieser Anhänger ist länger als der alte. Oh nein, was machen wir denn da, Tom? Ah, ich verstehe. Ein weiteres Paar Reifen. Glänzende Idee, Tom. Okay, und fertig. Perfekt. Jetzt kannst du sogar noch größere Lasten transportieren. Also, ich denke, wir sind hier fertig. Was denkst du, Flavy? Super. Oh nein, das hätten wir leicht übersehen können. Ja, du hast recht. Flavy braucht auch neue Frontscheinwerfer. Würde der hier passen, Tom? Oh, okay. Und wie ist es mit diesen hier? Super. Wir haben welche gefunden, die perfekt zu Flavy passen. Probier sie mal aus, Flavy. Mal schauen, ob sie auch funktionieren. Großartige Arbeit, Tom. Tschüss, Flavy. Bis bald. Tschüss, Tom. Wir sehen uns. Troy, der Zug. Hi Troy, hast du Spaß? Wow, was für ein Sprung! Ach du liebe Güte, Troy! Schau mal, unser Freund Ben hat Schwierigkeiten. Können wir ihm helfen? Du hast recht, Troy. Wir brauchen ein Fahrzeug, das schwere Massen und Hölzer bewegen kann. Aber keines der Fahrzeuge in Car City kann das. Großartige Idee, Troy. Finden wir ein neues Fahrzeug, das uns helfen kann.
Großartig. Dann wollen wir mal einen neuen Freund abholen. Schau dir diese Container an, Troy. In jedem ist ein anderes Fahrzeug. Welches kann uns helfen, das Holz zu bewegen, Troy? Bist du dir sicher, dass ein Krankenwagen das Feld freiräumen kann, Troy? Nein, du hast recht. Versuchen wir es mit einem anderen Container. Du meinst, ein Bagger kann das? Dann nehmen wir ihn mal mit zum Bauernhof und finden es heraus. Aufgepasst, Troy. Hier kommt er schon. Dann wollen wir mal, Troy. Auf geht's. Hey, Ben. Schau. Mhm. Troy ist gekommen, um dir zu helfen. Als erstes müssen wir die Einzelteile ausladen. Fehlt noch etwas, Troy? Aber natürlich, er braucht eine Schaufel. Wunderbar, er ist fast fertig. Hallo Bagger, schön dich kennenzulernen. Wie ist dein Name? Edgar? Willkommen in Car City, Edgar. Troy, Edgars Aufgabe ist es, schwere Massen und Steine zu bewegen. Edgar, Troy und ich haben eine Aufgabe für dich. Ben, der Bauer, braucht dich, um sein Feld freizuräumen. Glaubst du, du kannst ihm helfen? Benutze deine Schaufel, um die Dinge in deinem Weg aufzuheben. Großartig, Edgar. Jetzt sind es nur noch ein paar Hölzer. Oh, eins ist noch da, Edgar. Kannst du es aus dem Weg räumen? Das sieht aber wirklich schwer aus, Edgar. Aber du schaffst es. Wow. Vielen Dank, Edgar. Jetzt kann Ben weiterarbeiten. Tschüss, Edgar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Freunde. Wir sehen uns.